siehst besorgt aus. Ich sorge mich um Persephone. Ich bin noch nicht lange hier, aber ich hörte schon, dass man sie stürzen möchte. Ach ja? Was erwarten die Sterblichen von ihr? Ich hörte, dass einige dieser undankbaren Abtrünnigen planen, sich zu erheben. Stell dir das nur vor! Diese undankbaren Abtrünnigen? Vielleicht sind sie im Recht? Ah, du nimmst sie zu ernst. Trotzdem, es könnte sein, dass Persephone Schutz braucht. Sieh mich nicht so an. Dein Vater und ich hatten einen gemeinsamen Freund, Kyros von Sarax. Er ist stark und ehrenhaft. Er wurde entführt, aber wenn wir ihn befreien könnten... Du schlägst vor, einen Sterblichen zu Persephones Leibwache zu machen. Wenn Kyros sie schützt, denken die Sterblichen zweimal nach, bevor sie einen der ihren angreifen. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, du bist verliebt in Persephone. Niemand versteht sie so wie ich. Für Adonis ist sie eine grausame Despotin. Und für ihren Mann ist sie nur eine Trophäe. Und was ist sie für dich? Für mich? Oh, ich weiß nicht. Das hat mich noch nie jemand gefragt. Sie ist alles für mich. Woher kennst du diesen Kyros? Er war eine Art Gehilfe deines Vaters. Jeder Maler braucht jemanden, der für ihn die Farbpigmente zermalt. Das war Kyros. Er war ein Krieger. Ich habe genug gehört. Ich finde Kyros. Ah, ich wusste, ich kann dir vertrauen. In der Zwischenzeit arrangiere ich ein Treffen mit Persephone. Bring Kyros ins Herz des Elysions. Wir erwarten dich dort. Das Gebiet wird gut bewacht. Den Stab? Kyros von Sarax? Hermes schickt mich. Der Schlüsselmacher ist berechenbar. Das lasse ich ihm. Nun, woher hast du diesen Stab? Pythagoras war mein Vater. Eins kam zum anderen,
Und nun gehört er mir. Ah, ist das so? Dann gehörst du zur Familie. Ich kannte ihn gut. Habe ich gehört. Hier lang. Persephone wartet. Persephone persönlich? Das wird ja noch leichter als gedacht. Warte, was wird leichter als gedacht? Also gut, Kyros, machen wir es kurz. Du hast gesagt, es wird leichter als gedacht. Weil wir eine Familie sind, vertraue ich auf deine Ehre. Ich arbeite für Adonis. Aber die Sterblichen sperrten dich ein. Ja, und Hermes fand das raus. Gerade rechtzeitig, als Persephone glauben gemacht wurde, sie bräuchte eine Leibwache. Du hast all das geplant und Hermes benutzt, um Persephones Heim zu infiltrieren? Du bist kein einfacher Krieger. Bevor ich deinen Vater traf, hatte ich 4 Söhne. Alle waren Krieger. Als mein 3. Sohn fiel, fühlte ich mich schuldig. Ich hatte nach dem Tod seiner Brüder keine Tränen mehr für ihn übrig. Sprich weiter. Nach dem Tod des 4. war mir nur noch die Trauer geblieben. Es gab niemanden mehr zu beweinen. Krieger bringen keinen Frieden. Sie bringen den Schmerz. Indem du dich auf Persephones Seite schlägst, versuchst du, den Krieg zu verhindern. Du willst sie zur Aufgabe überreden oder ablenken, damit Adonis entkommen kann. Die Schlacht muss verhindert werden. Bevor wir Persephone aufsuchen, muss ich vom Erfolg meines Plans berichten. Begleitest du mich? Na schön, aber schnell. Wir müssen zu Persephone und Hermes. Sie erwarten uns. Glaubst du wirklich, du kannst Leben retten? Ich weiß nicht, wie es um den Tod in Elysion steht, aber das Leiden ist unendlich und das kann ich beenden. Komm schon! Ruhig! Und los! Auf geht's! Das waren alle. Gehen wir weiter. Sobald Adonis erfährt, dass mein Plan aufging, zieht er vielleicht ab. Schnell, Kyros. Wir müssen zurück zu Hermes. Oder Persephone wird Verdacht schöpfen. Persephone testet ihre Leibwächter gern. Nun, ich bin etwas aufbrausend. Wenn du mich also rot werden siehst. Ich lasse mir etwas einfallen. Wo wart ihr denn? Niemand lässt Persephone warten. Es gab Schwierigkeiten. Wir mussten einen Umweg machen. Hermes, wichtig ist nur, dass ich dank dir frei bin. Wenn ich zu meiner Königin gehe, werde ich mich deiner Hilfe als würdig erweisen. Erklärt es Persephone. Sie wartet. Ich werde ihr erklären, dass es allein meine und nicht deine Schuld war. Verzeih, ich war undankbar. Kyros wird eine gute Leibwache. Hab Dank, Freund. Ich höre, Hermes. Güter,
Ich wurde bestohlen.